Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik. Der erste Stream im neuen Jahr. Frohes neues Jahr 2024. Und die Dienstagspolitik wäre nicht vollständig, wenn da nicht die wundervolle Romy Hühne wäre. Hallo Romy. Hallo André, hallo alle zusammen und ein gesundes neues Jahr. Wir haben so lange nicht gestreamt. Heute ist es wieder soweit. Ich freue mich. Ja. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Es ist, wir hatten noch Tobias Thiel zu Gast. Schöner Start in dieses Jahr. Auf jeden Fall, genau. Ein Regenbogenstart. Ja. Na, wir schmeißen uns jetzt einfach mal rein. Dann kann man immer noch versuchen, das in irgendeiner Form mal zusammenzufassen. Also, Tage im Dienst 3. Genau, Orwell, angelehnt an den an George Orwell, den Autor von 1984. 1984, eine Dystopie, wo ein Überwachungsstaat, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall sind wir in einem System, das heißt Orwell, wo wir als ehrenamtlicher Helfer quasi Dinge überwachen und mit einem Typen, Symes, dem ich einen ganz besonderen Charakter gegeben habe mit einer Stimme, der sehr darauf aus ist, der seltsam mit uns kommuniziert. Wir werden wahrscheinlich darauf eingehen, sobald er sich zu Wort meldet. Aber auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, bestimmte Hinweise zu durchsuchen. Der erste Tag fing an mit einem Anschlag in der Nation, in der wir uns aufhalten, in dem fiktiven Staat, in dem das hier alles spielt, wo Orwell eine Installation der Sicherheitsbehörden ist, um quasi eine bessere Kriminalprävention oder keine Ahnung, alles Mögliche zu machen. Und da gab es einen Anschlag von, und da spielte das Lied Die Gedanken sind frei eine bestimmte Rolle. Und dann wurde vermutet, es gibt noch einen weiteren Anschlag. Und dann gab es einen weiteren Anschlag und dann sogar noch einen, gab es schon einen dritten? Nee, ich glaube, es gab einen an der Universität. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, haben wir Cassandra Watergate kennengelernt, eine Person, die etwas gegen Überwachung hat und dagegen demonstriert hat, aber durch irgendwelche Entscheidungen, die wir getroffen haben, wurde sie dann am Ende eingeknastet, tatsächlich. Also sie sitzt in Untersuchungshaft und, Untersuchungshaft? Ja, und es gibt eine Gruppe, The Thought, wo manche Menschen glauben, also Symes, unser Ansprechpartner, quasi, dass die mit den Anschlägen zu tun haben. Wir haben hier einen Hinweis eingeblendet. Wir finden das hier alles nicht gut, weil an ganz vielen Stellen wir an so eine Stelle geraten zu sagen, okay, jetzt hören wir hier nicht nochmal ein Gespräch ab, wir hören jetzt auf an dieser Stelle, aber dann wäre das Spiel zu Ende. Deswegen überwinden wir uns immer wieder und verstoßen gegen unseren moralischen inneren Kompass und machen das dann trotzdem. Aber an irgendeiner Stelle wollen wir auch gerne die Menschen, die den Anschlag verübt haben und Menschen getötet haben, wollen wir das auch gerne aufklären. Aber es gibt halt diesen Hinweis, wir finden das ja alles nicht gut, weil einige Sachen tatsächlich halt nicht gehen, wenn man freiheitlich-demokratische Grundordnung ernst nimmt als Konzept. Ja, weiß nicht, war das verständlich, Romy, oder lieber Chat? Einkaufszentrum, genau, Einkaufszentrum war der dritte Anschlag. Danke, Horsti. Der erste war auf dem Friedensplatz, der zweite war auf der Stellingham University Campus und der dritte war im Einkaufszentrum. Korrekt. Als wir das letzte Mal gespielt haben, glaube ich auch. Mhm. Und dann hatten wir schon rausgefunden, wo es ist und waren dann aber irgendwie ganz knapp zu spät, um das tatsächlich zu verhindern. Und das ist eigentlich anschließend an deine Frage vielleicht nochmal zur Vertiefung, Sachen, über die wir jetzt eigentlich immer wieder diskutieren. Das eine ist so ein bisschen dieses Gleichgewicht von Freiheit und Sicherheit. Ja. Und hier gehen die ja in dem Spiel davon aus, beziehungsweise das ist ja die Idee dieses Programms oder dieser kompletten Regierung, dass je mehr Kontrolle du hast, je mehr Überwachung du hast, desto sicherer leben alle, weil man damit tatsächlich Straftaten verhindern kann.
ob dem so ist oder nicht, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Wir können bisher zumindest mit unserer Tätigkeit als Ehrenamtliche in diesem Programm Orwell sagen, verhindern konnten wir nichts, aber beim letzten Mal waren wir immerhin nah dran. Wir das wussten, dass ja. es kommen wird. Also so, das ist das eine. Das andere, das ist das, was André auch gerade geschildert hat. Wir sind eigentlich permanent damit beschäftigt, mit uns selber auszuhandeln, welche Rolle spielt denn jetzt gerade Freiheit, welche Rolle spielt gerade Sicherheit, wo stehen wir denn eigentlich? Und in dieser Logik dieses Spiels, wir müssen ja permanent in die absolute Privatsphäre dieser Menschen auf eintauchen. Entweder um zu beweisen, also dass sie es waren oder eben, dass sie es nicht waren. Bisher haben André und ich, André, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, eher so gespielt, dass wir gesagt haben, wir geben denen auch nicht, wir geben denen nicht alle Informationen, die richtig nicht helfen. Ja. Also wenn jetzt eine Information nur so darauf hindeutet, da gibt es möglicherweise Kontakte. Also alles, was wir nicht belegen können, sondern was irgendwie Hörensagen ist oder was irgendwie zu sehr in die Persönlichkeitsrechte eingreift, das geben wir an Informationen nicht weiter. Und dann müssen wir auch immer gucken, was geben wir weiter und was nicht. Weil ja trotzdem bei den Anschlägen, bei den dreien, sind ja trotzdem Menschen verletzt worden und Menschen sind gestorben. Und da ist unser Grundansatz zu sagen, wir wollen das Ding aufklären, unseren Beitrag leisten, damit dann aber auch die richtigen Leute verhaftet werden und nicht jemand wie Cassandra Watergate oder ihre vielleicht die ein oder andere Person, die mit ihr noch einen legitimen Protest ausgeübt hat. Weil das ist ja das andere Spiel von Freiheit versus Sicherheit. Diese Protestgruppe, von der André gerade sprach, Thought, die haben sich ja zusammengetan, um genau über diese Freiheitselemente zu sprechen und davor zu warnen, diese Sicherheitskomponenten zu sehr auf Kosten der Freiheit des Individuums auszulegen und es immer weiter auszubauen. Nur scheint es momentan, das ist die Arbeitshypothese, dass Teile dieser Gruppe sich radikalisiert haben und jetzt mit diesen Anschlägen für Aufmerksamkeit sorgen wollen, um zu sagen, seht her, eure Sicherheitsarchitektur kann das nicht verhindern. Also das ist die Aufmerksamkeit, die sie dann erzeugen wollen für ihre Sache, für diese Freiheitsdebatte. Und ja, das sind, würde ich sagen, so diese zwei, drei Ebenen, um die es irgendwie immer wieder geht. Das eine ist natürlich halt, wie gesagt, Freiheit, Sicherheit. Und dann, was bedeutet das für die Leute in dem Spiel, die überwacht werden? Wie gehen wir mit deren Rechten um? Und wie wollen wir aber trotzdem dieses Spiel irgendwie zu einem Ende bringen? Genau. Und hier unten, weil Horst hat es angesprochen, hier unten ist auch noch ein Netzwerk, die Beziehungen, wo wir schon Kontakt hatten, Harrison O'Donnell und Juliet Carrington sind befreundet, waren auch mal ein Paar, sind mit Cassandra Watergate befreundet. Abraham Goldfels war derjenige, der eine Arbeitsgruppe oder einen Think Tank namens The Thought gegründet hat, wo man halt mal in Seminaren an der Uni Kritik äußert und frei denkt und so weiter und so fort. Und die sind alle irgendwie ins Fadenkreuz geraten. Abraham Goldfels ist verschwunden. Juliet Carrington und Harrison O'Donnell sind arbeiten. Harrison O'Donnell mittlerweile bei der Zeitung von The Nation und hat eine Kehrtwende gemacht. War vorher Punk-Sänger und total gegen das System und schreibt jetzt Kolumnen, die ein Loblied singen auf die Sicherheitsgesetzgebung. Das ist auch durchaus bemerkenswert. Und wir haben unter anderem jetzt auch Nina kennengelernt. Nina war hatte einen interessanten Alias, nämlich genau, lehnt das Sicherheitsgesetz vehement an. Sorgenkind 1 war ihr Alias. Dann habe ich mich doch noch richtig erinnert. Genau. Da wissen wir noch nicht, wer das alles ist. Das war, glaube ich, eine vollständige Situationsbeschreibung. Und jetzt klicken wir auf den Reader und uns wird angezeigt, was noch offen ist. Das sind alles Quellen, die wir schon gelesen haben. Und ganz oben ist The Thought, das ist ein Blog, wo wir auch schon einige Sachen haben. Und da haben wir Krieg gegen die Gleichgültigkeit, einen neuen Eintrag, wo auch Hinweise drin sind, den wir noch nicht gelesen haben. Ja, zurück zu weniger Depressiven wie diesem Spiel. Danke, Zarezani. Wir können uns auch über deutsche Innenpolitik unterhalten. Was haben wir hier als schönes? Krieg gegen die Gleichgültigkeit.
passt doch. Das passt doch ganz gut. Ja. War das Sarkasmus? Nein! Nein, wo denkst du hin? Also machen wir mit der ersten Quelle weiter, ja? Krieg der Gleichgültigkeit. Ja, im Spiel heißt nicht, dass auch gespielt wird, ja. Genau, die Gedanken sind frei. Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Ein Zitat von George Orwell. Da steht überall bei The Thought oben drüber. Und jetzt haben wir einen Artikel, der von Sorgenkind 1 verfasst ist. Das ist so unser neuester Kontakt, unsere neueste Linie. Da haben wir mittlerweile festgestellt, wenn ich das richtig erinnere, wir können noch mal kurz hier reingehen in die Sachen, lehnt das Sicherheitsgesetz vehement ab. Sicherheitsgesetz, dazu gehört unter anderem auch hier dieses Orwell-System, wo dann Daten zusammengetragen werden und so weiter und so fort. Hat die Organisation von etwas für Thought vermasselt, hat als erste Protestaktion von Thought das Stürmen eines Einkaufszentrums geplant. Also damals gab es eine Demo am Einkaufszentrum und die gute Sorgenkind 1 ist wohl dabei so ein bisschen eskaliert, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, und mit Harrison O'Donnell im Kontext. Mehr wissen wir jetzt noch nicht wirklich über sie, aber das ist halt dabei rausgekommen, als es dann den Anschlag auf das Einkaufszentrum gab. Da gibt es irgendwelche Parallelen, wo The Thought mal eine Demo gemacht hat, nämlich auf dem Friedensplatz, an der Universität und am Einkaufszentrum. Und Jahre später gibt es einen Anschlag auf dem Friedensplatz, an der Universität und am Einkaufszentrum. Das muss nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben, darauf möchte ich immer wieder hinweisen. Aber es ist halt schon ein Muster. Oh, The Real Panzer hat den Link zu Garfield rausgesucht. Danke fürs Posten, Horsti, danke. So, dann lese ich mal Krieg der Gleichgültigkeit von Sorgenkind 1 vor. Ich glaube, das haben wir das? Nee, das haben wir noch nicht gelesen. Die Gleichgültigkeit gegenüber ihren eigenen Rechten ist ein schlimmerer Feind als die Regierung selbst, wenn es darum geht, die Gesetze auszuhebeln, die unsere Privatsphäre zerstören. Zweifach eingeschobener Nebensatz, meine Fresse. Wir befinden uns in einem Kriegszustand gegen unsere eigene Regierung. Das Sicherheitsgesetz ist die Kriegserklärung und ihr einziger Zweck ist, ihre Schlinge um unseren Hals enger zu ziehen. Mit diesem Gesetz haben sie jeden einzelnen Bürger dieses Landes am Arsch. Doch die meisten Menschen haben keine Ahnung davon. Die meisten Menschen kümmern sich einfach nicht darum, dass ihnen ihre Rechte genommen werden. Warum sich die Mühe machen, wenn ich doch nichts zu verbergen habe, ist ihre Standardausrede. Sie fühlen sich in ihren gemütlichen Häusern sicher, während die Regierung langsam die Mündung an die Stirn legt und bereit ist, jede Sekunde den Abzug zu ziehen. Mit unserem gestrigen Einsatz im überfüllten Einkaufszentrum The Circle in Bonten wurden die ersten Schüsse auf die sich einschleichende Gleichgültigkeit in der Bevölkerung abgegeben. Aber das waren nur Warnschüsse. Eine friedliche Erinnerung daran, dass es Zeit wird, in diesem Konflikt Partei zu ergreifen. Wir können Gleichgültigkeit nicht dulden. Wir werden sie nicht akzeptieren. Wenn ihr in dieser Sache nicht auf unserer Seite seid, seid ihr gegen uns. Ich habe das Gefühl, wir haben das schon mal gelesen, aber es war gut, das nochmal zu lesen, denn diese Vehemenz war mir nicht mehr geläufig, in der Sorgenkind in die Tastatur gekloppt hat. Wir gucken nochmal, von wann der war. Dezember 25. Wir haben jetzt April 27, ja? Also, da ist noch ein bisschen was dazwischen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch ausführlich über Gewalttätigkeit, die man mit Sprache machen kann, gesprochen. Und das hier ist ein extrem gutes Beispiel für gewalttätige Sprache. Ja, das ist damit natürlich irgendwie auch so ein Text, der hart an der Linie ist. Also, welchen Satz versteht man wie? Und wie empfänglich bin ich für das, was da steht? Also, wenn ich sowieso schon emotional aufgepeitscht bin,
beispielsweise, stachelt mich natürlich so ein Text noch viel mehr an, dann zu sagen, yay, und wir stürmen jetzt. Wenn ich ein bisschen entspannter bin und vielleicht jetzt irgendwie einfach emotional nicht so involviert, dann löst er das bei mir natürlich nicht aus. Und so kann ein und derselbe Text von zwei Individuen unterschiedlich wahrgenommen werden und unterschiedliche Dinge auslösen. Und das ist natürlich auch in so einer demokratischen Auseinandersetzung über so große Gesellschaftsthemen wie Freiheit durchaus relevant. Was wirkt wie? Und welche Form von Sprache wendet man an? Ja. Ich bin mal gespannt, was in den Kommentaren steht. Ich glaube, wir haben das schon mal gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann ja sein, dass das jetzt der eskalierende, weil ich glaube, das war vor dem, wir haben einen Blogtext von ihr gelesen, vor dem und danach. Ach, ich weiß es nicht. Genau, und jetzt haben wir Kommentare, wo auch schon Data Chunks sind. Das sind Sachen, die wir hochladen müssen, können, sollen, wollen. Ach, wir wissen jetzt, dass Sorgenkind weiblich ist, deswegen hätte ich dich ja vielleicht einfach mal lesen lassen. Aber ich würde jetzt Goldfels vorlesen und dann liest du Sorgenkind, liebe Romy. Mhm. Goldfels, gerne. Geschrieben am 16. Dezember 25. Um ehrlich zu sein, hat mich geschockt, was ich von den Ereignissen im Einkaufszentrum gehört habe. Wie insbesondere du die Menge dazu angeregt hast, Besucher zu bedrohen. Dein Schreiben jetzt erstaunt mich umso mehr. Du weißt, ich stimme dir zu, dass die Menschen dieser Angelegenheit ignorant gegenüberstehen, die Wurzel des Problems ist. Wir haben das schon oft diskutiert. Wir müssen ihre Aufmerksamkeit jedoch sorgfältig auf uns ziehen durch interessante und bemerkenswerte Ereignisse. Wir müssen sie zum Nachdenken bringen. Sie zu Tode zu erschrecken, ist genau das Gegenteil davon. Sie zu erschrecken heißt, sie zu überzeugen, Abe. Die Leute kümmern sich nur um Dinge, die ihr Leben oder ihren Lebensstil unmittelbar bedrohen. Hast du selbst gesagt. Überwachung ist einfach ein zu abstraktes Thema, zu weit weg, um es zu kapieren. Sie fühlen sich nicht in Gefahr. Also haben wir ihnen das Gefühl gegeben. So einfach ist das. Jetzt, wo ich das hier lese, ich denke, wir haben diese Kommentare auch schon mal gelesen, aber es kann nicht schaden, um wieder reinzukommen. Goldfels, lass uns deiner Argumentation einen Moment lang folgen. Was hast du dann erreicht? Du hast gerade unschuldige Bürger genau in einer Zeit aufgewühlt, in der sie ohnehin schon tief verunsichert sind. Genau deshalb haben sie solche Angst und sehnen sich überhaupt nach Sicherheit. Du hast damit bewiesen, dass sie und die Regierung recht haben. Gewalt kann nicht der Schlüssel sein und Thort wird nicht dafür einstehen. Gewalt? Es gab keine Gewalt. Niemand wurde verletzt. Bestenfalls verschreckt. Offen gesagt, glaube ich nicht mal, dass das gereicht hat. Wir haben nur lokale Presse gemacht, aber der Große fürs TNB hat nicht angebissen. Keine große Sache. Wie sollen wir das breite Publikum erreichen? Das Umdenken, das du wolltest, wenn du nicht bereit bist, uns was dafür tun zu lassen. Was für ein Satz. Ja. Hancock schreibt: Meine Damen, meine Herren, können wir alle mal einen Gang runterschalten? Abe, du hast völlig recht, wir waren verdammte Brandstifter. Wir haben uns von der Euphorie, endlich unsere Botschaft zu verbreiten, vielleicht ein bisschen zu sehr hinreißen lassen. Wir haben einen Moment lang nicht klar gedacht. Das wird nicht wieder vorkommen. Danke für den Rückenfallen, als ich dich am meisten gebraucht hätte, Harry. Das ist nicht der richtige Ort für eine Diskussion dieses Ausmaßes. Wir werden bei unserem nächsten Treffen darüber sprechen. Das ist alles innerhalb von 2 Tagen in den Kommentaren passiert. Aber es ist 1,5 Jahre her. Ein bisschen weniger als 1,5 Jahre, 16 Monate. Wir haben hier, wie insbesondere du die Menge dazu gebracht hast, Besucher zu bedrohen. Nina beabsichtigte, die Besucher im Einkaufszentrum The Circle einzuschüchtern. Können wir hochladen oder deaktivieren? Hier steht, beabsichtigte die Besucher im Einkaufszentrum The Circle einzuschüchtern. Also das ist das selbe aus irgendeinem Grund. Okay. Abraham Goldfels verurteilt Gewalt. Bestenfalls verschreckt. Beabsichtigte die Besucher im Einkaufszentrum The Circle einzuschüchtern. Okay. Bereut vergangene Vorfälle im Einkaufszentrum The Circle. Okay. Wir können anfangen mit Goldfels verurteilt Gewalt.
Also hochladen, nicht deaktivieren, sondern können wir genauso wie es ist, das doch. Und jetzt kommt, ich bin fast enttäuscht, jetzt kommt normalerweise der immer falsch ausgesprochen wird, Symes, mit seiner Stimme, aber diesmal nicht, wenn wir sowas hochladen wie verurteilt Gewalt. Ihr werdet gleich, wer ihn nicht mehr im Ohr hat, ich habe seine Stimme schon vorher gechannelt, also keine Sorge. Beabsichtigte die Besucher im Einkaufszentrum The Circle einzuschüchtern. Darkfield, Lakshudita, Dieter, genau, das war dein Name, den du vorgeschlagen hast. Das ist, da war, ich erinnere mich. Dadurch, dass sie es ja auch noch selber sagt und das ja auch völlig in Ordnung findet und also auch zweimal sagt, können wir das von mir aus auch hochladen. Also sie steht ja zu ihrer Position. Ja. Sie zu erschrecken. Und verurteilt eben Gewalt nicht. Genau. Das ist Symes. Menschen zu Tode verängstigen, um Aufmerksamkeit für die eigene Botschaft zu bekommen? Im Ernst? Darum geht es Thought? Nee, darum geht es Nina und sei froh, dass sie keinen Trecker haben. Egal, Entschuldigung, ist mit mir durchgegangen. Verzeihung, wieder zurück zum Spiel. Im Ernst? Darum geht es Thought? und das war, Es ist halt, übrigens, ich muss nochmal reingrätschen. Ja, bitte. Weil das war jetzt gerade ein schönes Beispiel dafür. Weißt du, bei Adam Goldfest, verurteilt Gewalt, da passiert irgendwie gar nichts. Ja. Was ja irgendwie schon eine wichtige Aussage ist, dass derjenige, der das angeleiert hat, sagt, ey, das sind wir nicht, das kann so nicht sein. Da passiert einfach nichts, kommt keine Nachricht und dann, wir laden das Ding zu Nina hoch und sofort, oh. Verallgemeinerung und so ist Thought, also. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. Richtig. Symes ist in meinem Kopf, ein großer Haufen Styropor, wo mit trockenen Fingern dran rumgequietscht wird. Weil Fingernägel auf Schiefertafel kann ich sehr gut ab. Ist überhaupt gar kein Problem für mich, aber mein absoluter Horror ist Styropor mit trockenen Händen quietschen lassen. Entschuldigung, wenn ich das gerade... Das ist Symes in meinem Kopf. Ich hab's im Ohr. Das ist mir direkt kalten Rücken runtergelaufen. Danke dafür! Entschuldigung. So, jetzt haben wir noch... und diese ganzen Sachen, die hier mehrfach waren, ne? Also das war ja hier hin und her mit... das war... dreimal war das gehighlightet und es ist alles dasselbe gewesen. Also ist das alles weg. Wir haben jetzt nur noch... Wir haben uns... also Harrison O'Donnell bereut vergangene Vorfälle im Einkaufszentrum The Circle. Können wir auch hochladen? Oder? Also ich würde nur noch mal kurz anmerken, also ja, können wir machen, aber bereut der wirklich? Also klingt das für dich wie Reue? Das ist eher eine Erklärung. Ja, stimmt. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass diese Sachen... Wir waren verdammte Brandstifter. Ja. Dass diese Sachen, die da dieses Verkürzte, ist immer zu verkürzt. Entschuldigung. Ben, den Satz. Ja, absolut. Ja, das ist gerade das Blöde durch die Zeitverzögerung zwischen uns beiden. Aber das ist so. Also, wir können es von mir aus hochladen. Ich wollte nur trotzdem nochmal die Frage stellen, ob du da Reue liest, weil ich habe die nicht gelesen. Wir haben uns von der Euphorie endlich unsere Botschaft... Und Horst, die schreibt im Chat, ich glaube, er rudert vor Goldfest zurück und irgendwie klingt es für mich auch ein bisschen so. Mhm. Also er hat es ja trotzdem gesagt, insofern, wir können das trotzdem hochladen. Aber rein kommunikativ finde ich das einfach eine andere Aussage. Ja, vielleicht ein bisschen zu sehr hinreißen lassen ist was anderes als ich bereue wirklich, was da passiert ist. Ja, da hätte sonst was passieren können, dass... er sagt auch, das wird nicht wieder vorkommen. Eigentlich wäre ja dann so dieses, das darf nie wieder vorkommen. Das sind nicht wir. Also irgendwie wünschte ich mir da noch ein bisschen mehr. Ja. Ach, um Gottes Willen, jetzt sehe ich erst, dass der Listener da oben angegangen ist.
der Listener ist, wir können entweder E-Mail-Verkehr oder Telefonanrufe abhören. Ist immer eine große Freude. Edgar Samkata, hey, schönen guten Abend und frohes neues Jahr. Ich bin so ein bisschen bereut vergangene Vorfälle im Einkaufszentrum. Bereut. Ich denke, ähnlich wie Horsti, er rudert vor Goldfeld zurück und versucht hier mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen, ist aber nicht auf der ruhigen Seite der ganzen Angelegenheit mit dem Herzen. Ja, und ich habe halt, also es kann halt passieren, dass wenn wir jetzt irgendwie sagen, der bereut, aber wir merken ja irgendwie gerade allesamt, mit unseren eingeschränkten Informationen, die wir haben, haben wir irgendwie das geteilte Gefühl, so richtig bereut er nicht. Ja. Und nun wäre die Frage, wenn wir jetzt hochladen, dass er nicht bereut, ist er dann so ein bisschen vom Haken? Weil ich weiß immer noch nicht, was seine Rolle da ist, auch in Kontakt zu Nina. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vom Haken ist. Das wäre ja, also das wäre ein total out of character von Symes, wenn er wegen so einer Bereuungsversicherung in irgendeiner Form von wildesten Schuldzuweisungen plötzlich zurücktreten würde. Richtig, mein Fehler. Ich bin eher dazu geneigt, diesen Aspekt auch hochzuladen, um das Bild von Harry O'Donnell so zu zeichnen, dass er Vorfälle auch mal reflektieren kann. Ich würde so ein regelmäßiges Team-Meeting mit anderen Leuten, die mit diesem Programm arbeiten, auch irgendwie gut finden, um mal auszutauschen, wie funktioniert das eigentlich? Wie gut kommt ihr damit eigentlich? Klar, werdet ihr auch so verrückt wie wir. Genau. Aber das ist natürlich alles nicht angelegt, weil da gäbe es ja Kontrolle und Austausch und Transparenz, das will ja keiner. Nee. Und Methode und Skrupel und Leitlinien und Moralvorstellungen und hast nicht gesehen. Und vielleicht sogar einen Nachweis, wenn Symes einfach sagt, oh, wir dürfen jetzt hier ein Telefon abhören, mach mal. Weil mein Vorgesetzter hat das gesagt, hast du da einen Schrieb oder so? Nein, ich sag das, du machst das jetzt. Ja, ist die... Ich mache das übrigens privat in meiner Freizeit. Dieses Spiel. Ah, ja, ja. Also, laden wir das jetzt hoch als Information oder nicht? Was sagst du? Ja. Düdüdü. Tja, hinterher sind sie immer schlauer. Dann tut es ihnen leid. Ist doch immer das Gleiche. Ja, das, was habe ich hier verpasst? Achso, das ist neu. Alles klar. Das ist neu. Listener. Dann gucken wir mal, was im Listener auf uns wartet.